Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video möchte ich euch mal so richtig, richtig heiß machen. Wenn ihr noch am Überlegen seid, ob ihr mehr für euch beruflich in eurem Leben verwirklichen wollt, ob ihr wirklich den Schritt wagen sollt, ob es das wert ist, dafür soll dieses Video da sein. Für all die Zweifler oder die vielleicht denken, ist das wirklich das Richtige oder das Wichtige für mich? Ich will euch mal in meine Welt mitnehmen. Mit euch teilen, wie großartig, wie hammergeil das ist, seine Berufung gefunden zu haben und die zu leben. Und ich hoffe, dass ihr dadurch für euch den einen oder anderen Punkt mitnehmen könnt, der euch dazu pusht, all in zu gehen. Insgesamt habe ich 11 Punkte erstmal so für mich rausgefunden. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber das sind die, die mir jetzt auf den ersten Blick sofort aufgefallen sind. Und wir legen auch gleich los. Also das Erste, das Allerwichtigste ist, dass es, seitdem ich herausgefunden habe, was ich mit meinem Leben anfangen will, was meine Berufung ist, wofür ich mich bestimmt fühle, das ist das Bereicherndste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Ich habe bisher noch keine Kinder. Vielleicht ist das noch ein Punkt, der sich dann noch mal ändern wird. Aber bisher ist es mit Abstand nichts, auch gar nichts kommt daran. Das ist das Bereicherndste und Einflussreichste überhaupt in meinem Leben. Zweiter Punkt. Ich kann vollkommen frei entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie oft ich arbeite, woran ich arbeite. Das ist was mir persönlich enorm wichtig war und was einfach hammer geil ist. Heute sind wir zum Beispiel hier an einem Sonntag in einem Park und es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Das ist übrigens, 12. Punkt, den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Ah, na gut, ich mache mal weiter. Übrigens, diese Punkte sind natürlich alle meine persönliche Erfahrung. Es gibt bestimmt Leute, die haben ganz andere Dinge. Ich kann natürlich nur das mit euch teilen, was ich als bereichernd für mich in meinem Leben empfunden habe. Ob das dann für euch genauso wäre oder ob die Dinge genauso wichtig sind für euch, kann ich vorher nicht sagen. Machen wir mal weiter. Punkt Nummer 3. Ich habe richtig Bock auf meine Arbeit. So viele Menschen zählen die Stunden, hoffen, dass endlich Wochenende kommt oder endlich der ersehnte Urlaub. Und bei mir ist so, das ist wie Urlaub. Ich sitze manchmal da und frage mich so, wann ist denn eigentlich die krasse Zeit wieder vorbei? So wie früher, wenn man im Urlaub war, früher, wie wenn ich im Urlaub war. Für euch ist das vielleicht noch die traurige Realität, dass ihr dann euch fragt, Mann, scheiße, jetzt ist es bald wieder vorbei, es war so schön. Und ich erwische mich manchmal bei diesem Gedanken und realisiere dann, krass, nee, es ist nicht vorbei, weil du machst das jeden Tag, worauf du Bock hast. Und es ist so eine Bereicherung. Und da kommt auch gleich dann Punkt Nummer 4 mit rein. Es macht mega Spaß. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Ich kann dann voll drin aufgehen und es ist herrlich, die Zeit verrast dadurch, wenn man das macht, wo man Bock drauf hat und was Spaß macht. Hammer geil. Punkt Nummer 5. Ich kriege ganz oft Dankeschön zu hören. Viele Leute melden sich über E-Mail oder dann, wenn wir zusammen direkt miteinander arbeiten oder bei Events und sagen, Alter, Dirk, danke, das ist toll, was du machst. Und es gibt mir ein Gefühl von, dass ich einen positiven Unterschied in der Welt mache. Das ist mir ganz wichtig und das ist ein herrliches Gefühl. Und immer wenn dann mal so ein Moment kommt, wo man vielleicht zweifelt, wo Hürden kommen, Schwierigkeiten, da dann zu hören, danke, du hast mein Leben krass beeinflusst oder ein kleines Video hat ganz viel bei mir bewirkt, das ist super viel wert und ein total schönes Gefühl. Punkt Nummer 6, für euch bestimmt oder für die meisten, die zuschauen, ganz, ganz wichtig. Ich habe einen total sinnvollen Job. Meine Arbeit erfüllt mich mit Sinn. Ich frage mich nicht, warum mache ich denn das eigentlich hier? Was ist denn der Sinn dahinter? Sondern ich weiß ganz genau, warum ich das mache. Und es ist das Beste überhaupt. Dadurch steht man von ganz alleine früh morgens auf. Kann ich nur empfehlen. Punkt Nummer 7, Wachstum. Es ist so krass, wie man, wenn man rausgeht und sich seinen Träumen stellt, den hinterherjagt und sich seinen Ängsten stellt, wie krass man daran wachsen kann. Und ich hätte niemals für möglich gehalten, zu wem ich mich entwickeln kann, persönlich, innen drin, die Dinge, die mich jetzt ausmachen. Hätte ich, wenn ich ein paar Jahre zurückgehen könnte und jetzt nochmal auf den jetzigen Dirk schauen könnte, da würde ich denken, what the fuck, was für eine krasse Entwicklung. Und ich wäre so vorfreudig zu sehen,
wie das alles möglich ist. Also es ist unglaublich cool, dieser Wachstum, und das hört auch nicht auf. Jeden Tag gibt es neue Challenges, und dadurch, dass es mir aber wichtig ist, stelle ich mich denen auch. Hammergeil. Punkt Nummer 8. Ich sehe finanziell absolut keine Limits. Das ist absolut Wahnsinn, gerade weil ich halt auch was mein eigenes Ding gestartet habe und ich mit dieser Energie und mit diesem Enthusiasmus rangehe und halt auch wirklich meine Stärken nutze, um hier einer Menge Menschen zu helfen. Und dadurch ist die Fantasie bestimmt am Ende die finanziellen Möglichkeiten. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt so krass unglaubliche Summen damit verdiene oder so, aber das Potenzial, das Finanzielle, ist unlimited. Und das ist ein hammergeiles Gefühl, was super, super wertvoll für mich ist. Dann Punkt 9. Ich fühle mich unglaublich reich. Das ist auch wieder ein Punkt, der damit verwandt ist. Obwohl ich noch nicht die Millionen auf dem Konto habe, fühle ich mich unglaublich reich, weil ich eben jeden Tag das mache, was mir persönlich wirklich, wirklich wichtig ist. Das kann man mit Geld gar nicht aufwägen. Du kriegst vielleicht eine Menge Kohle auf einem Job, den du hast und wo du nicht deinen Werten entsprechend arbeiten kannst, wo du keinen Sinn empfindest. Da frage ich mich ganz ehrlich, selbst wenn ich bettelarm wäre, wer ist am Ende die reichere Person? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Punkt Nummer 10. Ich umgebe mich jeden Tag mit super coolen Leuten. Die Leute, die hier den Kanal schauen, die Leute, mit denen ich Kooperationen mache, die Leute, mit denen ich mich weiterbilde, wo ich investiere, um zu wachsen. Das sind alles Leute, auf die ich Bock habe, mit denen ich mich gerne umgeben will, wo wir gleiche Werte teilen, wo nicht ständig gefragt wird, hey, spinnt der oder was hat der denn genommen oder so, sondern das sind alles Leute, mit denen ich connecten kann, und das ist großartig. Wenn ich mich zurückerinnere so an die Angestelltenverhältnisse oder die Praktikas und so, die ich gemacht habe, da waren, ja, man kann es sich nicht immer aussuchen, aber das ist bei mir ganz anders. Ich entscheide ganz bewusst, selbst die Klienten, die ich coache, das ist meine Wahl. Das ist nicht, dass die mir das Geld geben und ich arbeite mit denen zusammen, sondern es sind die, die mich inspirieren, worauf ich Bock habe, wo ich Spaß daran habe, meine Zeit zu investieren, um mit diesen Leuten voranzukommen. So, und der letzte Punkt, no regrets, baby. Das Coolste ist, dass wenn ich die letzten Jahre zurückblicke, seit 2009, seitdem ich diesen krassen Entschluss gefasst habe, dass ich einen Weg finde, wie ich mein Leben nach meinen eigenen Träumen gestalte, kann ich ehrlich sagen, dass ich den Weg, den ich bestritten habe, das ist der absolute Hammer. Der ist ganz anders gekommen, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber wenn ich morgen draufgehen würde, ich würde nicht denken, scheiße, ich habe nicht wirklich gelebt, sondern ich mache das, was mir am allerwichtigsten ist, heute, jetzt. Hier und jetzt und nicht in irgendeiner fernen Zukunft oder irgendwann mal hier im Morgen. Morgen mache ich das. Nee, ich lebe den Scheiß heute. Und das ist das geilste Gefühl überhaupt, wenn man ohne diesen, was ist denn Regret auf Deutsch? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ja, dass man halt schlecht sich fühlt damit, dass man nicht sein Potenzial ausgeschöpft hat oder nicht seine Möglichkeiten genutzt hat. Das sind die Dinge, warum ich finde, dass seine Berufung zu finden das Geilste ist, was man auf der Welt machen kann. Und vielleicht ist der eine oder andere Punkt dabei, der dich jetzt gerade so richtig gehuckt hat und gesagt hat, boah, fuck, weißt du was, Schluss mit den Ausreden, ich fange heute an. Das wäre das größte Geschenk für mich überhaupt. Lass mal einen Kommentar da, ob das so eine Wirkung vielleicht bei dem einen oder anderen ausgelöst hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Freunde. Wir sehen uns, haut rein, ciao. So, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dieses Video reinzuziehen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das war dufte und ich will mehr, dann habe ich drei Möglichkeiten für dich, wie es von hier aus weitergehen kann. Erste Möglichkeit, du tust dir einen riesengroßen Gefallen und mir eine große Freude, indem du endlich den verdammten Kanal abonnierst, damit du die zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Zweite Möglichkeit, dieser Weg, den wir machen, um sinnvolle, erfüllende Arbeit in unser Leben zu holen, der ist schon steinig genug, dem müssen wir nicht auch noch alleine gehen. Deswegen empfehle ich dir wärmstens, klick auf den Button unten und werde Teil unserer One Life Baby Community. Da hängen andere Leute drin rum in der Gruppe, die gleichen Hürden überwinden müssen wie du, die vielleicht schon weiter sind, die gleichgesinnt sind, wo wir ein richtiges Familienfeeling erzeugen. Und ich hänge in der Gruppe rum, und wenn du Hürden hast, schreib es in die Gruppe und ich gebe mir beste Mühe, um dir bestmöglich weiterzuhelfen. Dritte Möglichkeit, wenn die Kacke bei dir gerade so richtig am Dampfen ist und du gerade gar nicht mehr weißt, in welche Richtung es weitergehen soll oder wie du die anstehenden Hürden überwinden könntest, dann
buche eine kostenlose Coaching-Session mit mir und wir werden sehen, wie wir dich bestmöglich deinem Ziel ein Stück näher bringen können. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hau rein, bis bald. Peace.